Action. So, Freunde, das wichtigste Video, was wir heute aufnehmen. Heuer. Nee, in der Geschichte. In der Geschichte der ganzen Kumpels. Ne? Dackel-Video. Ingo, du mal was erzählen. Soll ich du führst schon länger Dackel wie ich. Weil ich bin ja quasi Erstlingsdackelführer. Ja, einmal Dackel, immer Dackel. Kommst du nicht mehr raus, ne? Kommst du nicht mehr raus, ja. Nee, also ich habe die Entscheidung damals nicht bereut. Also mein Dackel ist sehr aktiv. Na, er ist ein relativ aktiver, lebhafter Hund. Ja, merkt man, der hat Feuer. Kann er anders da haben, ne? So ist es nicht. Ein junger Hund, ne? Man sagt ja, der Dackel hat seinen eigenen Kopf, das kann man bestätigen, das kann er jetzt schon so noch an der Woche. Ja, auch nicht mehr wie andere Hunde, ne? Ja, ein bisschen glaube ich schon, aber. Sie hören doch. Es ist händelbar. Einfach die hören aufs Wort. Aber konsequent ist halt das A und O, wie bei jeder Hundeziehung, seit Training und konsequent, das ist. Und beim Dackel wahrscheinlich nur ein wenig mehr, ne? Ja, muss halt dranbleiben, das ist. Was zeichnet denn den Dackel aus? Er kann gut. Er kann gut. Liebgucken. Liebgucken kann er gut. Schau mal. Liebgucken. Nee, Baujacht, klar, wenn man es machen will. Mach ich zum Beispiel nicht bei uns, weil wir haben so viel Kackbauen, sag ich mal, wenn der Hund mal drin ist und du sollst helfen, du hast keine Chance. Wir haben da Stein ran. Und Wurzeln und ja, ich weiß nicht. Und sag mal, die Fuchsbejagung, sag ich, muss mein Hund jetzt nicht bei uns nach einem Baunei schicken für 3 Füchse. Kannst vom Ansitz auch schießen, das ist genau vom Ansitz und ja, und vor allem, ich will sie ja stöbern lassen, auf Drückjachten und dann, wenn sie auf den Fuchs kommt. Dann ist sie weg, ne? Ja, das ist immer so. Das musst du überlegen, sagen wir mal bei der Rebecca gehabt, weil der Ups kennt ja auch keinen Bau. Und ich so, das macht Sinn, wenn du auf Drückjachten schnallen willst, dann, wir haben das schon gehabt, die Terrier geschnallt gehabt dann bei uns auf Drückjacht. Dann haben sie einen Fuchsbau gesehen und die waren das komplette dreimal Fuchsbau. Ja, mein Kumpel hat einen Hund drin verloren. Wir haben gesagt, die sind aus Sound, Hund ist ab, der hier, nein, Baunei. Die waren, glaube ich, 3 Tage mit dem technischen Hilfswerk da und gebuddelt gemacht. Ja, ne. Keine Chance gehabt. Die Terrier sind dann wieder Kummer, irgendwann abends waren sie dann wieder raus. Aber ist ja dann auch nicht Sinn und Zweck, erstens gefährlich für den Hund, weil du weißt ja gar nicht, wo er ist. Du kannst ihm teilweise vielleicht gar nicht helfen. Ja. Unter der Erde geht das GPS dann nicht mehr oder was. Und naja. Auf der Drückjacht sind sie halt dann auch nicht da, ne? Ja. Also können ihren Job nicht machen, das will ich. Also so Baujacht wird wahrscheinlich auch nicht. Schweiß ist der Dackel natürlich hervorragend. Ich mache das super, okay. Die Grenzen sind halt gesetzt, wenn du Hetze hast, ne? Das haben wir aber bei Laufschüssen, sagen wir, brauchst halt einen Loshund dazu. Genau. Oder halt. So, hat er ja der Lasse schon erwähnt im Abholvideo. Schweiß macht der Dackel hervorragend, wenn du einen Loshund dabei hast. Ist ja, das ist schon, ne? Super, also läuft ruhig. Der Dackel muss mit tiefer Nase arbeiten, der kann nicht anders. Ne? Stöbern, spurlaut. Ja. Also, wenn man Drückjachten macht auf Rehwild, wo man mit Reh klöppeln will oder was, ist der Dackel natürlich unschlagbar, weil sie spurlaut sind. Und das Reh kommt halt langsam. Ne? Das genau. Ist das gute Vorteil der Kurzläufigkeit, so immer. Ne? Genau, der Dackel kommt nicht hinterher, ist aber laut, das Reh weiß genau, was ist. Und kommt dann relativ langsam und dann ist das eine saubere Geschichte. Der Nachteil wieder im Winter, wenn viel Schnee liegen sollte, die kurzen Läufe hast du halt Probleme. Also halt rumbar, da der gräbt sich hier wieder durch oder das Fähnchen hinten an die Rüben abhängt. Das ist halt rum dann. Ne? Ja. Nee, aber das ist übrigens so der Einsatzgebiet vom Dackel, groß zum Abordieren. Ja, wenn Krähe abordieren, du kannst du schon machen. Ne? Da haben wir der Cäsar, der war Wasser, war sein Leben. Also Wasserabbat, Schilfarbeit, das war Bombe. Ja, wenn du dann Passionierten hast, ne, die machen dann schon. Also quasi ist. Ruhig, Drahthaar in klein. Die Ruhe ist halt auch vom Dackel, das ist Wahnsinn. Und bescheiden sind sie. Bescheiden und ruhig und ausgeglichen. Ne? Ja, ansonsten, was gibt, du kannst nicht großartig was sagen. Wir können über die Prüfungen können wir noch irgendwas erzählen. Man glaubt, Brauchbarkeit, ganz normal. Ja, die Brauchbarkeit ist ein extra Ding. Ne? Bei den Dackel gibt es ja zig Prüfungen. Ich habe damals auch alles durchgeführt. Es ging ja dann los mit Schussfestigkeit und Spurlaut, diese Anlagenprüfung. Dann ging es weiter. Begleithundekurs haben wir damals gemacht noch, ist auch ganz gut. Und dann geht es weiter mit Schweiß, über Nacht halt. Das waren, glaube ich, das waren das damals Kilometer. 800 Meter, ich weiß es gar nicht, ist schon so lange her. Und dann kommt ja irgendwann die VUP, dann, ja, ich will jetzt nichts Falsches sagen. Genau, und das ist halt die meiste Prüfung, dann, wo alles nochmal geprüft wird. Schweiß, Standruhe, Stöbern. Ich glaube, du kannst da extra Prüfungen im Bau. Haben wir auch gemacht, Kunstbau dann, Naturbau, dann kannst du den Spurlaut prüfen, kleiner bekannst du. Ja, Spurlaut ist ja mit die erste, was du machst. Ja. Und genau, Wassertest kannst du machen, dann gibt es ja noch Einarbeitung in Schwarzwild. Das praktisch.
Schwarzwildgarten machst, ist auch sehr zu empfehlen. Ja, sollte man mal machen, jetzt auch wenn du nicht groß auf Rückjagden schnallen willst, aber... Dass es mal wissen, was war. Da hat ja Nachsucher auf eine Sau, stell einen Hund vor eine Sau und weiß nicht, was es ist. Genau, also das macht trotzdem immer Sinn. Auch wenn es dann auf Nieder will, wenn es dir dann auf Hosen stöbern lässt, geht ja auch, macht der Dackel auch gut. Ja. Gerade wenn sie dann spurlaut sind. Ne? Aber da sind auch wieder die Grenzen gesetzt, sag ich mal, weil wenn der Hund dann auf ein Reh kommt und du willst so zum Beispiel, was wir auch schon gehabt haben, so Waldstücke durcharbeiten, der kennt halt dann die Grenzen. Und der Dackel geht halt gerne mal weiter. Und dann ist halt auf ein Reh gekommen. Wir ja, sind dann halt, ist halt weg, ne? War halt immer weg. Das war nach einer halben Stunde wieder gekommen. Wir haben halt, halt schon mal das durchgemacht, was wir noch machen wollten. Ja. Ja, gut, das ist dann immer, ja. Aber es ist halt eine Übungs- und Erziehungssache. Ich meine, das war. Muss man halt dran arbeiten. Ne? Ja, na, sind Dackel nur in verschiedene Farbschlechte. Das kann man vielleicht nur sagen: einmal Saufarben, wie die Lia ist, ja. Dann in Schwarz-Rot, wie die Maya ist, oder nur Wett. Das Rot ist nur ein wenig bleich, das wird aber hoffentlich nur kräftiger. Dann gibt es das nur in Braun. Ja, und die neumodischen Dinge halt, da diese Tiger-Dackel, was da die. Aber ja, so die Standard, glaube ich, ja, sind die. Ja, und dann gibt es halt noch: ne, es gibt ja nicht nur Rauer, es gibt ja auch Kurzhaar. Ja, aber wir sind jetzt beim Rauer. Ja, bleiben wir beim Rauer. Wir bleiben. Ja, okay. Ja. Aber dann sind wir auch schon fertig, oder? Ziemlich, lass mich überlegen. Fällt dir noch was ein? So als Tipp noch immer, weil ich es auch dran habe, wenn man einen Tackle führt und auch ohne Leine, ich habe immer Hals- oder auch Mittelleine, immer so ein Ding dran mit der Telefonnummer drauf. Falls er doch mal stiften geht, findet jemand. Vor allem, er wird leichter gesehen durch den Saufarben, wenn der mal auf dem Acker oder da im Laub ist. Siehst du ihn nicht mehr. Und so siehst du ihn doch eher und wenn er mal gefunden wird, normal haut der Dackel ja nicht ab, weil er super hört und Führer gebunden ist. Voll, also. Aber falls doch, dann wahrscheinlich, weil er geklaut wird, ist die Nummer drauf. Dann kann er der Dieb wieder zurückbringen, wenn er keine Lust mehr drauf hat. Ja, wenn er, weil der Dackel gibt dann beim Dieb auch Karo, weil der ist ja so Führer gebunden. Ist so. Den kann auch kein anderer führen dann. Also wenn es dann Dackel klaut, könnt ihr euch sporen, es wird nichts. Ja. Ne? Ja. So. Hammer's, Freunde. Weitermachen. Weitermachen.